So, hallöchen Leute, willkommen zurück zu Der Jagdzockt und MotoGP 14. Wie gesagt beim letzten Mal, jetzt geht's hier los mit der Test-Session und danach den Grand Prix of Japan, wie auch immer. Uha, sieht gut aus, die Strecke. Ja, auf jeden Fall jetzt hier erstmal die Test-Session. Jo, da mal gucken. So viele Datenpacks habe ich ja nicht gar nicht mehr zum Einsammeln. Wobei, danach kriege ich doch eventuell, warte, das war doch das hier mit den Sponsorenverträgen dann wieder. So, wieder hier, alle klar, haben wir ja gerade eben in der letzten Folge erst gesehen. Ja, genau, logischerweise immer noch die gleichen Daten. Wieder in meiner tollen berüchtigten Gerade, wo ich dann immer gerade ausfahren will und so weiter. Ja. Zuschlagende Zeit 2 Minuten 10. Das könnte ich sogar gleich in der ersten Runde hinkriegen. Ja, aber wie man jetzt sieht, alles voll bis auf Disqualifikationen. Details ist es hier eigentlich ganz einfach. Genau, Bremsen Maximum. Kann ich mal auswählen, Disqualifikationen. Chassis ist voll, Motor ist voll. Richtig. Gut, Abflug. So, dann mal gucken über die Test-Session, ob ich die gleich in der ersten Runde hinkriege. Ich hoffe ja mal ja. 2 Minuten 10, ja doch, das durfte gut möglich sein. Ich hatte ja 2,5 oder irgendwie so was um den Dreh. Beim normalen Rennen. Oha, was ist denn jetzt hier los? Gut, die Chassis-Upgrade merkt man so ein bisschen, weil es nämlich wieder ein bisschen träger. Naja, aber schön mit Speed hier durchs Ziel. Zack, so. Runde läuft. Dann schauen wir mal. So, okay, ein bisschen träger ist gut. Ja. Wobei sie eigentlich ihre Verbesserung sein sollten, nehme ich zumindest mal an. Ja. Ja doch, es geht aber auch ganz gut. Wenn sich kurz mal wieder ein bisschen umgewöhnt. Ja, dann geht das eigentlich doch ganz gut. Also das passte dann schon. Okay, ist eine Verbesserung. Ja. Die ist auch wesentlich stabiler, kann ich wesentlich früher Gas geben. So, einmal noch ein Ausflug über den Acker. Hat mir natürlich jetzt wieder Zeit gekostet. Na, so, Lieblingsstelle. Okay. Jo, perfekt. Würde ich jetzt mal so behaupten. Gut. So, Hälfte der Zeit ist um. Locker sollte, müsste und so. Ja, wieder ein Verbremser. Verdammte Axt, was ist denn jetzt los? So, noch hier die Kurve und da die Kurve. Und da kommt jetzt gleich die lange Gerade, wo ich dann immer geradeaus fahre. Also fahren will. Ja, durfte aber hinhauen mit der Zeit. Ja, könnte, müsste, sollte, hätte und so. Ja, wunderbar, locker. 10 Sekunden brauche ich jetzt da niemals für die letzten Meterchen hier. Perfekt, flop. Ja, würde ich gerade sagen. Ja, okay, passt. Das ist bestanden, weil da 3 Datenpacks mehr. Genau, und jetzt geht es auch instant weiter mit Japan. Grand Prix. So, da mal schauen, was jetzt hier so abgeht. Neue Mail gibt es keine. Kann man auch nochmal reingucken hier. Tatsächlich noch 4 reguläre Rennen. Jo, Rennen starten. Motegi, Japan. 4,8 Kilometer, passt los. Twin Ring Motegi. Ja. Sprich mit einem Cheftechniker. Gut, jetzt wiederholen sich die Bildchen aber doch wieder. Brembo Bremsanlage. Immer gut. Schön. Sure. Treibstofflimit von 20 Liter pro Rennen. Aha. Und 5 zulässigen Motoren. Okay, krass.
Open Class. Ah, das muss ich in dem Fall auch nicht. Nicht schlecht. Naja, also wegen mir kann es losgehen. Ah. Ah. Genau, hier Japan. Tokio. Ja, ziemlich viel los, wie immer da. Wo sind denn die ganzen Leute mit ihren Fotografen? Ach ne, die sind alle hier. Ja. Ja, supidubi. Oh, das bei Nacht sieht natürlich geil aus. Das Bild hier gerade auch, das auch. Ja, nicht schlecht da. Aber wir wollen ja drin sehen. So, der Doppelring von Motegi liegt im Norden der Region Kanto. Mhm. Erbaut 1997, nächste gerade 762 Meter. Jo, links 6, rechts 8, relativ ausgeglichen. Sieht aber echt geil aus, die Strecke, also auf die bin ich jetzt mal gespannt. Hallo aus Motegi. Genau, hier ist Qualifying wieder. So, wie sieht es denn mal hier aus? Also durfte eigentlich nur noch 2 Packs oder sowas fehlen. Ja genau, Disqualifikation 2. Gut, das heißt los. Die werde ich jetzt dann direkt nach dem Rennen bekommen. Also nach wirklich dem Rennen, also erstmal hier das Qualifying mit einem Pack und dann noch das Rennen mit dem weiteren letzten Pack. Ja, da wird es ja eh in dem Fall jetzt schon mitkriegen, ob ich hier dann die Trophy kriege oder nicht. Weil ich habe natürlich klar die 3 Packs von der Test-Session von gerade eben vergessen, dass mir der 3 auf einen Schlag bekommt. Wow, yo, was ist denn hier los? Okay, So, das war jetzt gerade, ja, gar nicht so einfach, knifflige Stelle da. Ja, jetzt geht die Runde los, mal gucken hier. So, man sieht aber trotzdem von hier eigentlich fast gar keine Wolkenkratzer, oder? Ne, ja, momentan ist gar keine. Ist das so weit nördlich gelegen, oder was? So. Boah. Okay. Heftig. Ja, muss ja entscheiden, weil hier ist überall nichts, außer da hinten so ein Wohnblock oder was es da sein soll. Hier auf der rechten Seite. Oha. Okay, Straße nass, ja, hat man gerade eben da gemerkt. Also zumindest ich hier. Okay. Heftig. Also einfach ist die Strecke garantiert hier nicht. Bin ich ja mehr am Bremsen, hier am Gas geben hier. Ja. So. Hier rum und darum. So. Gut, 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 gut. Ach, über die Hälfte schon rum. Genau, jetzt kommt die lange Gerade dann da. Nachdem ich hier mal um die Kurve geschlichen bin. So, genau. Ja, und da vorne dann nach den 1, 2, 3, 4 Kurven kommt dann auch schon das Ziel. Hä? Wegen was haben wir jetzt gerade schon mal das Bein rausgenommen? Hatte ich aber weder in die Richtung gedrückt noch sonst irgendwie was. Vielleicht muss mein Sepp hier mal irgendwie aufs Klo oder so. Na gut, aber die paar Sekunden hält auch noch aus. So. Andernfalls einfach einen Fahrtwind heben. Ja. So, hier Ziel, Batsch. Datenpack erhalten. Wunderbärchen. Gut, zurück zur Box. Ja, hier Session-Informationen wieder mal vorspulen. Schenkmüller Platz 2, wer hat's gedacht? Welche Überraschung. Gut, gut. Das ist rum. Kurz nochmal die Übersicht wieder anzeigen lassen. Genau, Jack Miller Platz 2. So, bitte Schule 20. Wunderbar. Und ein neues Video. Und natürlich der neue Helm. Da. Gut. Das Rennen auch mal noch fix durchballern.
So, genau auf die Ergebnisse auf der Strecke. Aha. Suchen ständig nach neuen Talenten. Ja, genau. Wie wär's mit mir? Mit MotoGP 2 oder 1? Das wäre egal, hä? Okay, ich habe mich hier gerade umgewundert wegen den zwei Auspuffrohren. Eins hinten, eins rechts. Oder, hä? Ja. Nur dann. So. Also die Strecke braucht echt außergewöhnlich lang mal wieder zum Laden. Ich möchte ein Team aufbauen, in dem eine freundliche Atmosphäre um mich herum herrscht. Ja, erleichtert das Arbeitsleben, ne? Hallo und willkommen live zum großen Preis von Japan. Jo, dankeschön. Genau, hier durfte das letzte Datenpack. Ja, perfekt. Jo, dann ab zur Strecke. Natürlich wieder Start von der Pole Position. Was auch sonst. So. Ride with us. Film-Live.com. Aha. Jo. So. Da hängt eine Film der Schulter hier am Arsch. Boah, was ist denn hier los? Ihr seht ihr des Wahnsinns. Ja, ich behaupte jetzt hier einfach mal, das Ganze spule ich jetzt zurück, weil das hier, das ist ja... Okay, bringt sogar nicht allzu viel, verdammte Axt. Aber ich kann hier jetzt bremsen. Verdammt! Ey, yo! Das muss ja jetzt hier in dem Fall überhaupt nicht sein, ne? Also, das ist ja hier... Das ist ja, ne, hier. Und so. Da. Geil, ja. Vom letzten Platz natürlich jetzt aus. Wundere mich nur gerade, weil die anderen hatten ja aber weit im schwereren Unfall wie ich. Da interessiert es mich jetzt natürlich, wo die jetzt sind. Weil ich meine, so lange war ich jetzt auch nicht hier. Vor der Zeit her, bis hier auf dem Moped war. Toll. Echt. Super gemacht. Das war doch... Wow. So einmal noch den Spider-Man in der Kurve. Eieieiei. So, der mal hier. Shit, was ist denn jetzt kaputt, ey? Irgendwie habe ich jetzt hier gerade so einen echten Faden verloren. Scheiße. Oh Mann. Ja. So kann das auch gehen hier, ne? Ja. So, gut, Platz 17. Oh Mann, das war da dennoch gewaltig knackig, ob ich da wieder... Aber wo sind denn jetzt die anderen hier, ne? Es kann jetzt nicht sein, dass sie wieder Platz 2 und 3 sind. So, ich spule mal nochmal zurück. No, passt schon. So. Weil das ja natürlich dann übelste Verarsche. Dass die mich hier wegfegen und dann hier auch gleich wieder vom Platz 2 und 3 starten. In dem Fall eher nicht. Da ist Finales. Und oder so ähnlich ausgesprochen. So, wieder drei Plätze. Ah, wieder drei Plätze. Die brettern aber hier rüber, ne? Der vor mir hier, der Vasquez ja gerade eben genauso, ne? Ein Arschwackler vom Feinsten. Ne, Fencor, ne. Dann sind die definitiv echt hinter mir. Hä? Ich war doch letzter. Und werden dann nämlich alle angezeigt. So, der Antonelli, Position 5 jetzt. Also ich muss ja mindestens Position 3 erreichen, sonst kriege ich hier von meinem Team hier eins auf den Deckel. Weiß ja eigentlich auch gar nicht, was da passiert. Dann. Boah, das war es ja auf jeden Fall wieder knapp hier. Boah. Also ich hoffe jetzt mal, dass ich hier noch an die vorderen 4 hier noch rankomme irgendwie. Das wäre dann natürlich ein Träumchen. Gut, also abgemäht habe ich mich jetzt hier schon mal nicht, das finde ich gut. Im Gegensatz zu vorher. Ah, ich meine, aber ich hole auf. So. Gut. Na.
geh doch weg. Ups, da habe ich jetzt mal die nächste wieder runtergeschubbelt. Das ist hier aber auch so ein Ding hier, ne? Also die Strecke hat es echt in sich. Oh shit. So, perfekt. So, aber jetzt den haben wir noch einen. So, genau. Zweiter. So, und jetzt nur noch hier den Einser. Eine Runde habe ich ja noch. Knapp. Bin ja schon hier gerade übers Ziel. So, da war der Sound jetzt wieder weg. Der Fenati, ups. Also, scheiße. Also, ist echt hier. Also, im Unfall ist natürlich auch nice, weil das heißt nämlich dann in dem Fall ja hier von wegen, da hier vorsichtig fahren, deswegen auch gelb. Das ist mir jetzt in dem Fall auch mal also aufgefallen. Ja, eine grünfreie Strecke, das heißt, der Unfall ist weg. Ja, klar, ja, bist natürlich hier wieder in dem Spiel sofort auf dem Bock. Aber jetzt hoffe ich ja nach wie vor, dass der Müller jetzt hier am besten letzter oder vorletzter irgendwie sowas ist. Ich will jetzt hier die Schadenfreude zeigen, aber wenn er mich schon abräumt, mit Hilfe von meinem Teamkameraden, dann sollte er auch schön weit hinten sein. Das ist für mich natürlich hier ideal zum Punkte aufholen, so kurz vor Saisonende. So, 2,4 Sekunden schon wieder im Plus, wunderbar. Ah. Viel ist auch nicht mehr bis Endspurt, also bis zum Ziel. Gut, 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 gut. Ah, mittlerweile bin ich so ein bisschen entspannter. Aber ich habe die vorher echt nicht gesehen, wo ich hier da wieder aufs Moped gegangen bin. Da war ich ja definitiv letzter. 34 und 34. Doch, kein Plan. Oder vielleicht war doch irgendwo mitten im Pulk drin oder sowas. Ich weiß es nicht. Gut, lange Gerade, die letzten vier Kurven und dann ab ins Ziel. So. Das heißt dann natürlich nur nicht, okay, die Testsession ging ja relativ zügig rum eigentlich. Ach, da werde ich gleich nochmal ein Rennen einfach hinterherballern. Ja, weil Test-Session halt nicht. War ja in dem Fall nur eine Runde. Ja, perfekt. Da ist der Ziel. So, jetzt bin ich gespannt, wo Müller ist. Ah, pling, der Herr der zwei Ringe. Ja, gerade so, ne? So, und wo ist er? Der ist aber weit hinten. Wo ist er denn? Da, Rinz ist 11. Müller 12. sogar. Geil, geschieht ihm recht. So, und da bin ich jetzt Platz 1. Ich werde bekloppt. Nice. Gut, 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 gut. Das lief doch mal super. Mehr oder weniger. Neues Bild freigeschaltet. Stufe 21. Neuer Fahrer freigeschaltet. Das läuft. Oder 57.000 Fans. Oh, schade. Nur 10.900 Fans, sonst waren sie nur roundabout um die 11.000. Ja, gut, liegt wahrscheinlich hier daran, dass ich vielleicht doch ein, zwei Leute mitgenommen habe. Den Jubel der Menge und seiner Mechaniker hat er sich redlich verdient. Er hat das Tempo des Rennens bestimmt. Niemand konnte mit ihm schrecken. Richtig. So, jetzt mal gucken, ob wir zufälligerweise wieder neue Teams mich anfragen. So, gleich natürlich wieder nach dem Ladebalken. So. Die Nachrichten sind auch wie immer, naja. Aber anscheinend nicht, weil ich komme jetzt hier direkt auf Phillip Island. Ja, aber egal. Wie gesagt, die Strecke nehmen wir jetzt gleich noch mit, weil die Testsession relativ so kurz war. So, Australien, da unten, ne. So, da bin ich mal gespannt jetzt auf die hier. Runde 19 schon. Eieieiei. Das geht hier aber zügig vonstatten. So, neue Mails habe ich auch keine. Ne, schade. Ja, 4,4 Kilometer Länge. Los geht's. Wieder Position 3. Ja, solange wieder so ein Ramsch passiert wie gerade eben, ist es auch überhaupt kein Act. Und auch dann schön entspannt auf hier die, auf den Platz 1 zu fahren.
verschiedene Gummimischungen verfügen über unterschiedliche Merkmale. Ja gut, aber Reifen sollen sich, muss ich ja gar nicht auswählen, ne? Oder habe ich da irgendwas verpasst? Splitscreen-Modus. Ja gut, dafür müsste einer hier sitzen. Ja gut, das gibt auch Sinn, ne? So, genau. Zur Erinnerung nochmal, hier ist Australien und Melbourne. Oh yo, Feuershow. Ist natürlich auch richtig geile Stadt. War ich persönlich zwar auch noch nie, aber wäre natürlich mal ein Ausflug wert. Ja, sehr nice. Definitiv. Ja, ach ja. Da ist schön am Strand liegen. Und den Koala streicheln. Okay, das letzte Tier war natürlich auch noch geil. So, das haben wir jetzt hier, aber 1956, auch eine der extrem alten Strecken, würde ich behaupten. Längste gerade 900 Meter, 7 links, rechts 5. Okay. Atemberaubender Landschaft und wunderschöne Meerblick gesegnet. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob ich das jetzt hier auch sehen werde. Ein herzliches Hallo aus Phillip Island. Hier ist alles. Genau, passt. Qualifying. Machen kann ich hier jetzt wohl nichts mehr. Ja, Maximum, 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 Maximum. Nope. Gut, in dem Fall gibt es dann doch keine Trophy. Sonst würde ich die jetzt spätestens, beziehungsweise hätte ich die jetzt spätestens bekommen. Ah, naja. Schauen wir mal, wie die Strecke hier ist. Gut, also man sieht es ganz klar, atemberaubende Landschaft. Nicht. Zumindest noch nicht. Mal gucken, ob sich das eventuell jetzt noch irgendwie zeigt. Na gut, ich weiß auch mal berg hoch. Also hier, na, vielleicht dann jetzt hier so. Ne. Nicht wirklich. Schade. So schönes Strandfeeling direkt hier am Strand vorbei. Heizen wäre natürlich richtig geil gewesen. Ja, aber ist ein bisschen karg hier, ne? Ja. Egal. Dann pösen wir mal wieder so hier die ganze normale Strecke ab. Okay. So. Okay. Krasse Rechtskurve. Ja, da muss ich hier gewaltig hier rein. Also langsam reinfahren hier. Ja, war schon die Hälfte der Strecke rum. Ja, wieder so eine gute 2 Minuten Strecke. Sind eigentlich die größer als alle, fällt es krass auf. Ja, ist natürlich dann angenehm. So, dass ja auch nicht allzu lang ist. Außer natürlich, ich würde die Rennen regulär fahren, also 100%, also sehe ich da hier 70 Runden oder so ein Quatsch. So, ich habe mir gerade spontan überlegt, ich lege nicht meinen. So, mal gucken, ob ich das jetzt irgendwie noch ausbügeln kann, weil jetzt so. Nein. Scheiße. Okay. Verdammte Axt. Ja, weil das Rewind, also ich kann da auf L1 rumdrücken, wie ich will, das geht gar nicht mal so einfach rein. Also, kein Plan, auf was er da wartet oder wie auch immer. Mein Controller ist nämlich definitiv nicht kaputt. Sonst würde ich es spätestens auch bei den anderen Spielen merken, aber dahin, da ist es nicht so. Gut. Dann werde ich hier wohl jetzt nicht Erster sein. Doch, momentan noch ja. Okay, egal, dann lassen wir das doch glatt so. Zurück zur Box. Schauen wir da gleich mal, was die anderen so sagen. So, Session-Informationen einmal vorspulen, bitte. Okay, gerade so, 0,8 Sekunden. 0,7. 0,6. Ja, dennoch Erster, passt. Wunderbar. Dann ich habe mir ganz kurz noch überlegt, ob ich dann doch nochmal eine Runde drehe, aber nee, so nicht. Das reicht mir so aus. Oh, nicht mal ein Level Up. Oh, okay. Na gut, na gut, na gut. So, das Rennen hier mal noch. Hm.
So. Gewonnen Meisterschaft 0. Das ist doch der, mit dem komischen Ding da aufbauen, ne? Was ich ja vorher vorgelesen habe. So. Schicke Schräglage. Wir begrüßen alle zugeschalteten Motorradsportler. Jo, genau, die begrüße ich natürlich euch auch hier, ne? Also, und so, wisst ihr Bescheid. Los geht's hier mit dem Rennen. So, dann mal gucken, ob ich das hier jetzt besser fahre, ohne zweimal hintereinander mich aufs Fressbrett zu legen. Naja. Natürlich, wenn jetzt hier ich groß keinen Bockmist mehr baue, werde ich natürlich hier diese Meisterschaft schon gewinnen. Aber jetzt die letzten Rennen werde ich definitiv auch noch zu Ende fahren, bevor ich jetzt hier da wegen zwei Rennen, sage ich jetzt mal, hier in die MotoGP 2 oder 1 wechseln werde. Das wäre ja übelst ein Schmarrn, dann lieber hier schon die Meisterschaft sichern. So, genau, dann zieh mal weg hier mit der Luzi. 27,5, auch ziemlich schwer hinzukriegen. Immer diese glatten Zahlen hier. Okay. So. Das habe ich ja vorher nicht hingekriegt. Vorher kam auch wieder die Meldung, Datenpack gehalten oder nicht? Ich frage mich wohl zu. Vielleicht für die anderen Teams oder so? Dann. Nö. Ja. Werden wir dann hier dementsprechend sehen, sobald es so ist. Oh, jetzt geht es aber so langsam rein. Ja, auf jeden Fall, das war doch genau die gleiche Stelle wie vorher auch. Ah, nice. Nur diesmal ist es hier praktischer. Ah, jetzt weiß ich auch, wo es liegt. Hier geht's bergab. Okay. Da habe ich natürlich dann irgendwie leichte Probleme. Aber dieses Mal wenigstens ohne Sturz, dank der praktischen Rewind-Funktion. So. Genau. Aus der Runde damit gleich rum. Zack. Ja, tatsächlich Datenpack erhalten. Hä? Boah, na gut. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das da funktioniert oder ob die einfach nur verfallen. Weil ist nicht und so. Hä. Ja, nur wieder zweiter. Gut, das bringt ja nach der Aktion von vorher auch nicht mehr wirklich viel, weil den Sieg lassen wir jetzt garantiert nicht nehmen. Das. Nee. Ist nicht. So, welche Kurve waren das jetzt da hier letztens? Also da hier, wo es mich jetzt die ganze Zeit bisher hingesegelt hat. Dürfte es doch da hinten, glaube ich, gewesen sein, ne? Läuft der Minimap also jetzt geradeaus und dann die komische Riesenwelle da. Die durfte es gewesen sein, ja. Hier ja nicht. Genau, hier geht es jetzt hoch. Genau, hier. Die hier ist es. Diesmal nicht. Meine Freunde. So, boah. Ja. Gleiche Runde auch schon wieder rum, aber geht da hier zügig. Perfekto. Gut. Ja. Datei, Runde 3. 1,43 nur. Ah, okay, deswegen. Ja. Streckenrekord. Perfekt, den nehmen wir auch noch gleich mit. Gut. So, dann mal ab hier Endspurt. Jetzt komme ich hier in diese tolle 90 Grad Rechtskurve. Schmarrn 90 Grad ist ja wirklich das Meer. Klar.
160. Oder irgendwie sowas. Tja. Genau, hier wieder den Berg hoch. So, da kommt es gleich wieder. So, weil ich jetzt da hinten auch noch lange gebrettert bin, den Berg wieder hoch, dann wieder die Biegestelle von hier und dann eigentlich auch schon das Ziel. So. Genau. Okay, das heißt mir wieder Glück, dass ich jetzt hier sehr vorsichtig über die Böppel hier gefahren bin. So, aber gut, mit dem Vorsprung hier kann man sich das natürlich auch wieder erlauben. Nur echt schade, dass man hier von der Landschaft hier nicht sieht, ne? Vorher extra groß angepriesen. Direkt noch kurz vor dem Start. Ja, und dann, nope. Ja, auf jeden Fall hier wieder zack, Platz 1 im Land der Beuteltiere. Nächste Trophy auch noch dabei. Ja, und die nächsten 25 Punkte in der Meisterschaft. So, Jack Miller 15 Sekunden hinter mir. Abgeledert. Ja, und 12 Punkte in der Gesamtwertung. Ja, das ist fast schon unanholbar. Zumindest theoretisch, klar, von der Punktewertung her noch nicht, das ist klar. Das Team freigeschaltet. Oha. Das ist auch hier fast durchgezogen auf Schuhe 23. Noch wieder meine 11.000 Fans, perfekt. Gut. So, dann mal gucken. Heute darf er wirklich mit sich zufrieden sein. Mit diesem Sieg hat er nicht nur auf dieser Rennstrecke triumphiert, sondern auch eine ganze Reihe exzellenter Fahrer in die Schranken versetzt. So wie immer. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach ja, genau. Gucken hier, wo es jetzt hier in den nächsten, im nächsten Rennen hingeht. Viel dürfen es jetzt garantiert nicht mehr sein. What? Es ist an der Zeit, an deine Zukunft zu denken. Du hast die Wahl, deinen persönlichen Manager zu sagen, für welches Team du fahren möchtest. Er wird sein. Er wird sein? Hä? Da fehlt doch die Hälfte. Ja, egal. Ja, ich mache jetzt einfach das hier. Suche nach einem neuen Team. Aha. Ah, hier. Moto 3, Moto 2. Ah, nice. Okay. Oh, der hat natürlich richtig gut hier. Teamleistung ganz weit oben. Hm. Oh, die sind sogar noch besser. Die sind aber gesperrt hier. Der Pizza. Okay. Hä, also auf jeden Fall hier garantiert kein Team, das hier mindestens sich eine Dreiviertel Balken voll hat. Dynavolt. Oder ihr Honda Team Asia. Hä. Ich gehe einfach der glatt wieder hier zu Honda, ne? Oder was nehmen wir denn da jetzt? Bisschen komme ich da jetzt dann direkt rein. Ich nehme es einfach mal das Honda Team Asia. Dass du dieses Team wählen möchtest. Jop. So, was passiert jetzt? Es ist da so ein tolles Sternchen dran. Ah, okay. Ich schätze mal jetzt einfach, dass hier mein Typi bei dem anfragt. Ja. Gut. Dann sehen wir mal, wie es hier weitergeht. Genau, in Sepang in Malaysia. Ja, genau, dann noch zweimal Valencia. Hm, gut. Das dann allerdings dann erst hier in der nächsten Folge meiner Session von ihrer MotoGP 14. Also Leute, ne, haltet die Ohren steif und bis demnächst. Ciao.